Willkommen zurück hier zu Gothic. Ja, ich habe letztes Mal versprochen, dass ich mich zu den Wassermagiern teleportiere, aber das möchte ich noch einen kleinen Moment aufschieben. Denn ich habe mich zwischenzeitlich offscreen hier ein bisschen umgeschaut und mir gedacht, es kann doch nicht sein, dass es hier keinen Weg nach unten gibt. Und ich glaube, einen gefunden zu haben. Nämlich den hier. Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob man dann von hier aus wirklich unbeschadet nach unten kommt. Ich probiere das einfach mal aus. Aber hey, das sieht gut aus. Das sieht sogar so aus, als wären die Stufen genau dafür gemacht. Oh mein Gott. Na gut, dann mal schauen, was der Dämon hier unten zu sagen hat dazu, dass ich bei seinem Meister oben war. Oder gibt es den hier gar nicht mehr? Guten Tag. Okay, ich kann dich nicht mehr ansprechen. Sterblicher? Wer, ich? Ich gehe ja schon. Ja, okay, alles klar. Gut, dann wie versprochen, auf zu den Wassermagiern. Hast du mit Xandas gesprochen? Also, beim letzten Mal habe ich gesagt, die Sache ist anders, als du denkst. Ich zögere mal ein bisschen raus. Nun? Nun? Nun was? Okay, ich habe nur die beiden Möglichkeiten. Damit ist die Quest gescheitert. Also sag ich mal nein. Nein. Vielleicht habe ich da noch Warum Zeit. Warum nicht? Ich kam bisher nicht in diese Gegend. Du musst ihn finden und um Rat fragen. Okay, okay. Mist, jetzt ist die Quest auch wieder kaputt. Könnte es sein, dass die Quest vielleicht so gedacht ist, dass man sie nicht erfüllen kann? Wäre das etwa möglich? Hypothetisch, eventuell? Könnte das sein? Das wäre ja ein bisschen gemein. Aber hey. Ich glaube, dass... ich glaube, damit kann ich umgehen. Ups, war ich in deinem Bett. Tut mir leid. Ich musste irgendwo schlafen. Gut. Was war mein Plan? Mein Plan war leveln. Mein Plan war... kann ich nicht den nächsten Magiekreis lernen? Nee, da kostet 30... 30 Punkte, oder? Nächster Kreis, wo krieg ich den? Bei Nefarius? Nee, ne? Magie zu Ehren. Nee. Ich glaube, es war Saturas selbst. Saturas, wie auch immer. Saturas. Magie zu Ehren. Ja, Magie zu Ehren. 20 Lernpunkte, yeah, gib mir. Ich bin bereit, den dritten Kreis zu betreten. Der dritte Kreis der Magie ist einer der wichtigsten Schritte im Leben eines Magiers. Aber ich glaube, das hatten wir letztes Mal schon. Du bist bereits ein... Deswegen überspringe ich das einfach mal. Die hohe Robe. Ich möchte... Es ist noch... Ja, genau, die kriege ich immer noch nicht. Mögest du in einem Stück zurück... Das ist sehr freundlich von dir, dass ich in einem Stück zurückkehren soll. So nett und so zuversichtlich. Gut. Ich weiß jetzt nicht, welche Folge zuerst kommt, deswegen erkläre ich es hier auch nochmal. Die Folgen hier, die nächsten paar, werden ein bisschen kürzer sein, weil ich gerade kurz vorm Urlaub bin und da entsprechend ein paar Folgen vorproduzieren muss. In Deus Ex habe ich das auch schon angesprochen, in einer der nächsten Folgen. Genau. Deswegen jetzt eher nur so 15 Minuten, plus minus. Eher plus, so wie ich mich kenne. Und genau, dafür gibt es dann aber durchgehend Folgen, obwohl ich nicht da bin, obwohl ich nicht zum Aufnehmen komme. Ist das nicht super? Yay! Genau. Das heißt halt leider auch, dass ich jetzt gerade in den nächsten paar Folgen nicht auf Kommentare eingehen kann. Wenn ihr irgendwas habt, was euch dringend am Herzen liegt, dann schreibt mir trotzdem einen Kommentar. Ich werde antworten, aber es kann halt so anderthalb Wochen dauern. Aber ganz sicher, ihr kriegt eine Antwort. So. Und jetzt frage ich mich gerade, warum ich mich eigentlich nicht rüber teleportiere. Ich will doch zu dem Ork. Schaman, zu den Verbannten. Und dem helfen oder so war das, ne? Nachdem ich jetzt ja weiß, wie ich hier runterkomme. Ja, auch direkt von hier aus hin und muss nicht von dem vom neuen Lager aus den kompletten Weg nehmen. So, das war hier hoch. Nein! Ich sagte hoch. Yep, so ist gut. Dann
vorsichtig und langsam rüberlaufen. Na, ich glaube, der nächste war's. Ich wüsste gerne, wie viele Zacken das sind. Das ist bestimmt irgend so eine mythische Zahl, 13 oder so oder 11. Das ist wahrscheinlich eine gerade Zahl. Da würde ich drauf wetten. So, und wo ist jetzt dieser Ork-Schamane? Der Ork-Schamane ist doch genau bei der Ruine. Ich schätze mal, das ist die Ruine, in der ich schon mal war, wo ich den Schalter gedrückt habe, der halt nichts bewirkt hat. Und wo ich letztes Mal fast wieder hingelaufen wäre, statt hier runter. Oder vorletztes Mal, oder vor zweimal, keine Ahnung. Bei der letzten Aufnahme jedenfalls. Und deswegen gehe ich da einfach mal hin, weil ich denke, dass da die Chancen, die Quest zu erledigen, einfach am größten sind. Oder die Chance ist am größten, keine Ahnung. Egal, also, genau, was gibt's zu sagen? Der Ork-Schamane, der ist da. Ja, das wisst ihr wahrscheinlich alles noch besser als ich, weil, wie gesagt, ich habe jetzt fast eine Woche nicht aufgenommen. Und das da haben wir ja schon mal von der anderen Seite gesehen. Von hier aus kommt man da hin. Ich weiß allerdings gerade nicht, wie man da wieder raus oder zurückkommt. Deswegen werde ich da jetzt nicht reingehen. Sondern das Ganze mal für was anderes aufheben. Vielleicht auch danach einfach runter ins Wasser hüpfen oder so. Mal schauen. Kann ich hier lang überhaupt da hoch? Und das Wichtigste ist, steht der Ork da noch, der da unten war, als ich vor ein paar Folgen... Oh oh. Als ich vor ein paar Folgen ins Sumpflager bin, um Fleisch zu braten. Da kam ich nämlich auf dem Rückweg an einem Ork vorbei, die mich einfach entflohen, weil ich ja keine Gegner töte und nichts einsammle, während ihr nicht dabei seid. Weil ich will, dass man alles Relevante, was in diesem Spiel passiert, was ich in diesem Spiel tue, sieht. Und da war ein Ork. Ich dachte, da würde ich jetzt so hochkommen. Schade. Und der müsste ja aber eigentlich noch da sein. Ja, und genau, wenn ich den Ork dann gleich mal erledigt habe, werde ich, bevor ich zu dem Schamanen gehe, weil ich fürchte, dass es einen Kampf geben wird, wenn der ausgestoßen wurde, sind da vielleicht auch irgendwelche Schergen, die ihn verprügeln wollen oder so, keine Ahnung, oder ihm hinterherjagen oder ihn verfolgen, wie auch immer, ist ja egal, würde ich mir mal gerne angucken, was für Zauber ich jetzt alles habe. Ich habe ein paar gekauft, die ich noch nicht zaubern konnte im zweiten Kreis, und mal schauen, was ich davon dann anwenden kann. Eventuell hilft mir das dann ja in dem eventuell bevorstehenden Kampf. Wer weiß. So, jetzt aber erstmal den Ork. Der müsste hier um die nächste Ecke sein. Ich muss ja schon sagen, der Turm sieht echt gut aus, ne? Diese Wasserfälle da sind auch nicht übel. Coole Aussicht von dem Turm aus. Also hier müsste jetzt der Ork sein. Hier war zumindest der Ork letztes Mal. Als ich vom Sumpflager hierher zurückgelaufen bin. Nun gut, ich habe jetzt den dritten Kreis der Magie. Und damit könnte ich den Kugelblitz zaubern. Den, was tue ich da genau? Warum habe ich das gerade runtergeschmissen? Den Eispfeil. Das habe ich noch, sonst habe ich nichts. Okay. Gut. Oh, da oben kämpfen sie schon, so wie gedacht. Ja. Das ging ja schnell. Wo ist die. Der Eisblock. Der Eisblock, den will ich. Ich will den Gegner einfrieren. In der Hoffnung, dass es nur einer ist. Wer weiß. Wow, was ist das denn? Das war letztes Mal noch nicht da. Diese Grube. Was? Nein, nein, nein. Nicht wegteleportieren. Ah! Ich bin ein viel besserer Kämpfer als Magier.
die hauen rein, ey. Die hauen so richtig übel rein. 302 von 107. Das heißt, ich bräuchte 295 oder so, ne? Komm. Zack, zack, zack. Was soll's? Ich muss doch hier dem Ork-Schaman helfen. Nicht, dass dem noch irgendwas passiert. Der Eisblock macht das wirklich schade, wie das aussieht. Ey, meiner! Ich fürchte mal, ich krieg nämlich keine Erfahrung, wenn du die tötest. Hey! Lass uns reden. Dank Schulden, Fremder. Böse Orks töten wollen mich. Alte Brüder seien heute Feinde. Wer bist du? Name Urshak. Sein Sohn von Geist. Menschen nennen Schamane. Woher kannst du unsere Sprache? Urshak gewesen Sklave bei Menschen in Nine. Sein gelaufen weg. Seien viele Winter her. Du warst Sklave in der Mine? In welcher Mine? Mine gewesen mit Dorf in Kessel darüber. Dorf in Kessel darüber? Das klingt nach der freien Mine. Warum kämpfen deine Stammesbrüder gegen dich? Urshak gefallen in Ungnade. Haben beschmutzt Ehrfurcht vor Krushak. Glauben, Krushak sei ein böser Dämon. Was hat Krushak? Menschen sagen, schlafen. Du meinst Schläfer? Ja, Menschen sagen, Schläfer. Was weißt du über den Schläfer? 5 Brüder seien gewesen, seien viele Winter vorher. Waren Söhne von Geist, wie Urshak. 5 Schamanen also. Haben gerufen, Krushak! Haben besiegen wollen, Clan von Feind. 5 Brüder von damals haben gebaut Tempel in Erde für Krushak. Ein unterirdischer Tempel zu Ehren des Schläfers. Das muss Xardas gemeint haben mit unter der Orkstadt. Was passierte dann im Tempel unter der Erde? Brüder von damals haben gegeben Herz für Krushak. Aber Krushak gewesen böse. Krushak verfluchen alle, die bauen Tempel. Brüder ohne Herz, nun sein Tod und lebendig. Sein beides. Krushak haben Herz von Brüder. Herz sein Kraft für Krushak. Was passierte mit den Arbeitern, die den Tempel erbauten? Krushak verfluchen alle. Auch die gewesen Arbeiter. Sein allen Tod und lebendig. Tod und lebendig? Und tot? Haben die Orks an der Oberfläche nichts unternommen? Haben verschlossen Tempel. Brüder von heute anbeten Krushak. Krushak bekommen Opfer, damit nicht werden böse. Urshak-Opfer finden falsch. Haben gesagt Krushak böse. Brüder wollen nicht hören. Brüder sagen Urshak gehen. Brüder schlagen Urshak. Ich muss in den unterirdischen Tempel. Kannst du mich dorthin bringen? Urshak sagen Dank zu Fremden. Fremde retten Urshak. Aber Eingang von Tempel in Heimat. Urshak nicht können gehen Heimat. Verstehe. Sie lassen dich nicht mehr in die Orkstadt zurück. Kannst du mir sagen, wo auf meiner Karte hier die Orkstadt ist? Heimat von Urshak sein, wo Karte nicht bemalt. Fremde geben Karte, dann Urshak machen Karte fertig. Jetzt zeichnet er gerade die Karte, oder wie? Erstaunlich. Du bist ein guter Kartenzeichner. Danke. Alles klar, danke. Nun, dann muss ich mir den Weg wohl freikämpfen. Brüder in Heimat seien sehr stark. Brüder seien sehr viele. Fremde nicht gehen. Viele Krieger. Fremde sterben. Andere Söhne von Geist in Heimat machen Fremde Feuer. Dann Fremde sterben. Dann mache ich halt eben kein Feuer. Okay, okay, aber ich muss einen Weg in den Tempel finden. Urshak keinen Weg. Fremde tragen Ulumulu. Ulumulu? Was ist ein Ulumulu? Seien Standarte der Freundschaft. Brüder respektieren Ulumulu. Fremde tragen Ulumulu, dann Fremde nicht sterben. Krieg ich sowas? Wo bekomme ich ein solches Ulumulu her? Fremde gehen zu Front von Urshak.
Freund von Urshak geben Ulumulu. Fremde tragen Ulumulu, dann Fremde nicht sterben. Ja, ja, das mit dem Nichtsterben habe ich verstanden, aber wo finde ich deinen Freund? Freund von Urshak sein in Mine von Menschen. Freund damals nicht laufen weg mit Urshak. Freund damals gewesen krank. Das müsste die freie Mine gewesen sein. Warst du in der freien Mine gefangen? Urshak gefangen in Mine und der Dorf in Kessel. Urshak glauben, Menschen nennen so. Dann muss ich da wohl rein. Danke für deine Hilfe. Urshak danken, Fremde. Fremde retten Urshak. Fremde nun Freund von Urshak. Freund nehmen Geschenk. Nehmen Talisman von Urshak. Talisman schützen vor Atem von Feuerwaran. Urshak nicht können gehen Heimat. Urshak nun hier wohnen. Freund kommen, wenn brauchen Hilfe. Vielleicht werde ich auf dein Angebot zurückkommen. Der Typ kann mir also wohl helfen bei... Ah, was tue ich hier, was tue ich hier, was tue ich hier? Was ich hier tue? Ganz einfach, die Steuerung verkacken. genau, die Folgenzeit ist jetzt wie gesagt auf 15 Minuten reduziert. Derzeit. Und mit diesem netten kleinen Golem da unten lege ich mich dann dementsprechend nächstes Mal an. Ja. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin.